Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. So, kurz vorm Wochenende. Genau, in der letzten Folge hatten wir ja den Carpenter gebaut und heute wollten wir uns ja mit diesem Thermionic Fabricator auseinandersetzen. Thermionic Fabricator. So, was braucht ihr denn? Ach ja, Gold Gears 4 Stück. Auf jeden Fall schon mal. Habe ich hier zufällig noch 6 Ingots habe ich da drin. Das heißt, da kriege ich schon mal ein Gear raus. Habe ich hier zufällig noch... Nein, da ist gar nichts mehr drin. Da auch nicht. 6 sind 8, sind dann 2. 3, 4. Schmelzen wir die schon mal ein. Zack. Hier ist mein Grabstein. Ha! Ja, ich war neulich gestorben. Da habe ich mich geportet und war unter der Erde. Und dann habe ich wie so ein wilder Wutz mein Grabstein gesucht und den ich wiedergefunden. Dann habe ich meine ganzen Tools, die ich hier unten habe, alle neu gebaut. Naja, jetzt bleibt er. So, ein Goldgear. Noch ein Goldgear. Ist das ganze Gold schon durch? Tatsache. Das geht ja fix. Das ist ja gut. 2, Nummer 3 kommt auch. Und Nummer 4, sehr schön. Na los, komm. Mach fertig. Vielen Dank. So, einmal rein und dann klöppeln wir das Teil mal schnell zusammen. Das müsste eigentlich relativ fix gehen. Ich brauche zweimal Glas. Ich hatte noch irgendwo Glas. Da. Die Sticks kommen mal dahin. Eine Workbench. Haben wir auch. Das haben wir. Bronze 8-mal. Dann brauche ich 4 Diamanten. Autsch. Und dann brauchen wir noch das Circuit Board. 3-mal Gold, 6-mal Redstone. Ist auch kein Problem. Das schon mal. Können wir das da reinlegen? Ach, das muss im Carpenter gemacht werden. Okay. Kein Problem. Zack, machen wir erstmal den hier. Kurz einen Moment gewartet. Dann müssten eigentlich schon alles haben, um das fertig zu machen. Kann man das hier schon mal reinlegen. Kurz mal zwischendurch trinken hier. Komm, mach fertig. Ach, der hat keinen Strom mehr. Kohlegenerator oder sowas. Okay, haben wir den schon mal durch. Den in die Mitte.
lief hier außen rum. Cold Generator, was haben wir denn hier? Furnace und eine Battery. Tiny Plate. Dafür brauche ich eine Metal Press. Gibt's nicht noch einen anderen? Hier den von Actually Editions. Zwei Furnace, ein Gold Gear. Iron Casing, da bauen wir uns lieber den. Oder kommt der jetzt irgendwann im Questbook? Den habe ich sowieso im Questbook mit drin. Okay, dann können wir den gleich bauen. Sind wir noch nicht fertig. Dann können wir aber den schon mal soweit vorbereiten. Dann brauche ich nämlich noch 4x Gold. Dann können wir die Gears nämlich schon mal einschmelzen. 1, 2, 3, 4. Das war jetzt gekonnt. So, 4x Gold. 2 Iron Gears, toll. Gut aufgepasst, Mr. B. Wieder reinrennen. Acht Eisen. Ich hätte gern mal einen Hopper. Blazehopper, Blaze Rocks und Chest. Nehmen wir doch den. Automatisieren wir das mal so ein bisschen hier. Ich brauche mal ein bisschen Holz. Vier, fünf Blaze Rods. Ich brauche noch ein bisschen Holz. So, da bauen wir uns mal eben hier diesen Blaze Hopper. Und was kostet eine Redstone Clock? 'Ne Torch, das kann man machen. Die habe ich. 4 Redstone. 1, 2, 3, 4 und 4 von den Bricks. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Hä? Boah, das muss Chiseled Stone sein. Really? Was ist denn hier so eine normale Standard-Chisel? Okay, das Rezept wurde zum Glück nicht verändert. Einfach mal den hier. Boah. Heftig. Dann hätte ich gerne mal einen Lever. Und dann automatisieren wir das mal so ein bisschen.
Vorher gehe ich schlafen. Ich hab Bock, dass mir die Viecher hier wieder auf den Sack gehen. Reicht noch nicht. So, machen wir erstmal folgendes. Machen wir ein kleines Löchlein hier. Machen wir da unten die Kiste rein. Da den Hopper ran. Da wieder zu. Jetzt gucken wir, was haben wir da noch drin. Gut, das Manolin sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt da. Obwohl, da kann ich einen Barrencast von machen. Dann habe ich... So. Mal gucken hier. Mal auf anstellen. Was macht er? Achso, so das restliche Eisen daraus, ne? Und mit der Lava kann er rein theoretisch nichts anfangen. Ich habe aber hier noch ein Ingot Cast. Tauschen wir das gleich mal aus hier. So. Und dann kann er das Manolin da einfach mal mit rausholen. Ist eh nur ein Barren drin. Gut. Schmiede ein bisschen halbautomatisiert. Dieses Teil haben wir auch fertig. Dann können wir jetzt das Ganze zusammenbauen. Einmal schlafen. Fermiotik. Was? Ach, Termiach. So, dann haben wir den fertig. Stellen wir den da mal mit auf. Machen wir das mal so. Mal den Coal Generator, das habe ich gebaut. Ich brauche noch mal ein Circuit Board, das heißt, ich brauche noch mal 6 Redstone, 3x Gold. 1, 2, 3 und noch mal 6. Dann brauche ich mal was zu futtern. Zombie-Fleisch drin. Nein. Spider-Eis. Oh Gott. Jetzt hat der natürlich wieder keine Energie. Kann ich das wieder umbauen? Nein, andersrum bitte. Das reicht. Pumpen wir noch mal ein bisschen Wasser nach. Das haben wir. Die Furnaces sind kein Problem. Das ist kein Problem. Und die sind auch kein Problem. Das müsste jetzt hier unten alles in der Kiste liegen. Perfekt. Ziehen wir den hier noch mal auf. Und dann müsste das eigentlich reichen. Den Kohle-Generator nämlich auch gleich machen. Ich brauche mal... Ich kann das hier drin gleich craften. So. Und ein bisschen Eisen. Das Eisen dahin, das dahin. Gold oben drüber. Was war das noch? Genau, die Öfen.
So, dann hast du ja weg hier. Den Sand, den entsorgen wir auch mal. So, und dann brauchen wir nur noch das Teil aus dem Carpenter und dann haben wir den Kohlegenerator auch schon. Es geht voran, es geht voran. Keine Energie. Zack. Perfekt, dann können wir dich abbauen. Daran setzen. Das Circuit Board einsetzen und den Kohlegenerator gebaut. Perfekt. Nehmen wir mal ein paar Blöcke aus Kohle mit hier. Komme ich an die Quest noch nicht ran? Doch. Hat er noch nicht gecheckt. Machen wir mal so. Okay, da fehlt ein... Ach, der Survival Generator muss ich auch noch bauen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zack, können wir den aber schon mal feuern lassen. Gucken wir mal, was der Survival Generator macht. Der braucht ein Refined Circuit Board mit Eisen und Redstone. Sollten wir auch noch fix hinkriegen. Ich denke, das machen wir noch. 6x Redstone, 3x Eisen. Habt ihr noch irgendwelche Überraschungen hier? 3 Iron Casings. Oh, nee, 4 Iron Casings. Und Aluminium Gear. Das heißt, ich brauche jetzt 4, 8, 12, 16 Eisen. Und Aluminium. Das könnte ein Problem werden. Oh oh. Molten Aluminium. Ich habe kein Aluminium. Ja, 2 Stück. Bauxit. Das ist tatsächlich ein Problem. Mal gucken, vielleicht mit ein bisschen Glück. Boah, ich hab Glück. Es reicht genau. So, schmelzen wir das mal ein hier. Horst. Du Horst. Klatsch das mal hier mit rein. So, dann können wir hier die 16 Eisen auch mit rein machen. Machen wir das ruhig wieder an. Genau, dann haben wir das Gear auf jeden Fall. Dann können wir hier mal das rausmachen, das dafür rein. Das sollte eigentlich jetzt relativ fix gehen. Immer noch nicht fertig. Ja, das ist dann kein Problem. Ein paar Sticks. Na los, danke. So. Warum ist das... Das ist ein Anzeigebug, ne? Das ist ein Anzeigebug gerade. Ist ja lustig. Okay, so. Ist der jetzt soweit fertig? Jawohl.
Ich muss aber tatsächlich auf die Iron Gears warten. Können wir schon mal anfangen. Zack, zack, zack. Ich brauche dafür auf jeden Fall noch Sticks. So. Wie war das jetzt? Genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, einen davon schon in die Mitte. Einen fertig. Können wir das hier schon mal reinlegen. Den in die Mitte dreimal Tin, 1, 2, 3, zack, zack, zack. Ja, vielleicht da Blut drin, ja, toll. Cracked Seat Picks, okay. Ich mache mal folgendes, ich mache mal kurz den Controller weg. So. Aber auch schön zu wissen, dass sie sich vermehren. Sieht zwar ziemlich kacke aus gerade. So, achso. Da muss ich hin. Und drei weitere von den Casings. Ich möchte keine Holzzahnräder machen. Vielen Dank. Und der Survival Generator. Stellen wir da einfach mal mit hin. Ob wir nutzen? Keine Ahnung. Claim. Damit haben wir zwei Loot Chests. Einmal 4 Tin. Und einmal 10k coolen K. Wow, nice. Das nenne ich ja mal cool. Ich schmeiße mal da mal mit rein. Die schmeißen wir da mal mit rein. Und dann würde ich sagen. Haben wir es für heute? Sawmill, okay. Display Stands, ja, dann wir machen munter weiter in den Quests in der nächsten Folge. Und, ja. Gut was geschafft, denke ich mal. Wir haben jetzt hier so eine semi-gute Stromversorgung in dem Sinne. Was mir jetzt nur gerade auffällt. Auch Stromkabel, sonst bringt mir das Ganze hier gar nichts. Heizt der die jetzt weiter durch? Nö, der ist voll. Okay, also in der nächsten Folge auf jeden Fall Stromkabel, damit wir die Dinger hier versorgen können. Und dann würde ich sagen, ach nee, warte mal, nee, die sind voll. Die sind voll. Ja, gut. Speichert der den Strom? Der speichert den Strom, das ist gut. Stellen wir den mal eben da oben mit drauf, dann darf der sich auch noch aufladen. Redstone Mode Pulse, also der dürfte eigentlich nicht auslösen. Ja, passt, okay. Gut, dann würde ich sagen, Stromversorgung ist da. Und ich bin dafür raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao.